Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Binding of Isaac. Wir spielen nochmal Apollyon. Und ich hoffe, diesmal läuft es besser. Und ich hab das Space-Item jetzt endlich mal richtig verstanden. Weswegen wir nochmal Guppy-Sport zum Beispiel im letzten Part eingesetzt hatten. Oh Gott. Au, das war ja... Alter. Ich schätze die Hitbox einfach viel zu schlecht ein. Genau, und zwar saugt es das Space-Item ein. Setzt es dadurch nicht nochmal ein, sondern saugt es halt nur ein, das Space-Item. Shop-Items, die wir nicht gekauft haben zum Beispiel, saugt es nicht ein. Deswegen hat es das Item auch nicht eingesaugt, das eine. Oh Gott. Und immer wenn wir dann dieses Space-Item wieder einsetzen, werden alle Space-Items, die wir eingesaugt haben, wieder eingesetzt. Wir heben das einmal auf. Wir setzen es doch gleich mal ein. Vielleicht ist ja... hier der Geheimraum? Nein, okay. Und jetzt saugen wir dieses Space-Item ein. Wenn wir jetzt also nochmal unser jetziges Space-Item einsetzen, wird dieser Kopf, den wir gerade geschmissen haben, oh Gott, noch einmal eingesetzt. Und das gilt für jedes Item, was wir aufgesaugt haben. Jedes Item wird einmal aufgesaugt, jedes Space-Item, eingesetzt meine ich. Und jedes normale Item, also Stat-Item, was wir einsetzen, oder aufsaugen, meine ich, gibt uns beim Aufsaugen Stats, zufällige Stats, einfach, ja, mehr. Oder, ja, unsere Stats werden dann erhöht. Ein zufälliger Stat. Okay, das haben wir. Und auch, nice. Ja, das ist unser Space-Item. Es heißt The Void. Und uns erwartet noch einiges Krasses, Leute. Ich gucke ja immer Binding of Isaac bei Holly. Oh Gott! Und er hatte heute auch seine... Gestern seine erste Folge hochgeladen. Und hui! Da ging einiges ab, was wir noch freischalten alles... was wir alles noch freischalten werden. Ja, ist schon krass. Hier mit Damasus, das lassen wir auch mal so liegen. Und Blaustein? Habe ich nicht eben gerade einen blauen Stein gesehen? Nein, habe ich nicht, okay. Da ist er. Okay. Jetzt würde ich gerne den Geheimraum suchen, der höchstwahrscheinlich hier sein wird, beim Shop. Doch nicht. Okay, dann könnte er vielleicht hier sein. Auch nicht. Wo ist der Geheimraum? Okay. Vielleicht hätten wir unser Space-Item noch nicht wieder einsetzen sollen. Okay, hier ist nicht der Boss. Das ist ein bisschen doof. Weil wir beim Boss ja vielleicht auch ein Space-Item bekommen, was wir einsetzen könnten. Also aufsaugen könnten. Aber naja, egal. Oh Gott, eine Superform. Okay, nice. Und auch nice. Super. Und ein Schlüssel auch für die nächste Ebene, für den Itemraum. Monstro. Den würden wir... ja, den dürften wir packen. Unser Damage ist halt... oh Mann, ey. Wir haben leider kein Damage abbekommen. Toxic Shock, was wir aufgesammelt haben im Itemraum. Das Item, das, wie ihr, glaube ich, sicherlich gerade schon bemerkt habt. Immer wenn wir einen Raum betreten, dann kommt eine Giftwolke, die alle Gegner für eine kurze Zeit vergiftet und ein bisschen Schaden zufügt. Ja. Ja. Und ich weiß nicht, ob das mit unserem Damage skaliert. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Muss ich mal alles ein bisschen durchgucken wieder. Wie gesagt, schön. Tears up und blaue Herzen. Ja. Okay, das untere, also das mittlere von den drei Sachen, Leuten. Alter, was ist denn mit dem Deutsch? Von den drei Sachen, das mittlere, Leute, so, ist also Tears up. Okay. Das oberste von den dreien ist Shot Speed up und das letzte, also das über dem Damage, ist Range. Das weiß ich alles mittlerweile auch. Full Health, okay. Wir wissen leider nicht, wie viel Leben wir haben. Wir dürften drei blaue Herzen und jetzt zwei rote Herzen haben. Und ich werde die hoffentlich nicht getroffen gleich. Eieiei. Ich hasse Fliegen. Fliegen sind so anstrengend. Okay, das haben wir. Diese Würmchen hier sind easy peasy. Nice. Nice. Und nice. Und noch ein Schlüssel, das ist sehr schön.
So, unser Item behalten wir mal. Ich würde auch sagen, wir behalten es mal für den Devil Deal. Larry Jr. dürften wir easy hinkriegen. Ist ja nicht so schwer. Und das ist schön. Noch mehr blaue Herzen. Ich glaube, 3 blaue Herzen kriegen wir dazu. Und ein wenig Tears ab. Und das ist ein Devil Deal Item, was ich nicht unbedingt brauche. Na toll, wir hätten es aufsaugen können. Scheiße. Das hätte uns vielleicht ein bisschen Damage abgegeben. Wie gesagt, zufälliger Stat oder 2 zufällige Stats werden dann erhöht. Und ein bisschen Damage hätten wir gerade gebrauchen können. Oh Gott! Super Formen. Ich weiß gar nicht, ob der Schnurrer, den wir gerade bekommen haben, auch Tears abgibt. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Aber es fühlt sich... Ach doch, klar. Klar. Hat der Tears abgegeben. Mann, bin ich schlau. Ich bin heute wieder. Wow. Gar nicht verpeilt oder so. Aber ich bin noch nicht so oft getroffen worden. Einmal wurde ich getroffen. Das auf der ersten Ebene im ersten Raum. Nice. So, was haben wir hier? Judgment. Okay, und wir kriegen den Bettler. Ich will jetzt nicht unbedingt an dem spielen. Was ist das? Blood and Guts. Okay. Es hat auf jeden Fall keine Stats gegeben. Oh, schön Geld. Mal sehen, wir könnten ja mal... Ja, wir gucken mal in den Shop rein. Die Karten. Brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Da spiele ich lieber ein bisschen hier an dem Bettler. Und hoffe, dass er uns ein gutes Item droppt. Er kann uns halt Items droppen, also Karten und so. The Devil. Oh, das erhöht unseren Damage für den Raum, in dem wir es einsetzen. Was ist das? Und wir haben 5% auf die Angel Deals bekommen. Midnight Snack. Ach ja, HP ab. Stimmt, okay. Das hatten wir im letzten Run. Das ist, glaube ich, gar nicht drin in der Folge. Gucken wir uns nochmal The World an. Okay, da ist der Geheimraum. Das ist gar nicht mal so schlecht zu wissen. Aber ich will noch ein bisschen weiter die Ebene machen. Wir gehen noch jetzt erstmal in den Zacki-Zacki-Raum. Und hoffen, dass wir noch irgendwie in den Kackhäufchen oder so eine Münze finden. Damit wir uns das blaue Herz hier noch gönnen können. Alter! Yeah! 2 Bomben, das ist super. Dann können wir in den Geheimraum. Das ist sehr gut. Und wir können den Automaten hier oben sprengen. Das machen wir jetzt auch. Den Automaten sprengen und das Feuer mit erwischen. Goldene Kiste machen wir auf. Durchs Bates. Ja, 2 Schlüssel bekommen. Ist okay. Ist okay. Oh Gott. Ich hasse diese schwarzen Löcher, Alter. Die sind so nervig. Was ist das? So nervig. Oh, nervig. Komm schon. Wir brauchen eine Münze. Eine Münze noch. Ich will das blaue Herzchen kaufen. Oder jedenfalls ein bisschen was spenden. Obwohl, eigentlich brauchen wir das blaue Herz ja nicht, ne? Wir haben ja... Die hat ja Ewigkeiten gebraucht, um zu explodieren. Mann! Das ist jetzt unfair. Sehr, sehr unfair. Hier dürfte... Oh. Warum habe ich das nicht einfach vorher schon gemacht, das Space-Item eingesetzt? Okay, wir legen hier eine Bombe. Okay, schön, Geld. Und hier eine Bombe. Und noch mehr Geld. Okay, ich glaube, wir behalten unser Geld. Und sammeln erstmal noch kurz die Batterie hier auf. Dann könnten wir... Wir behalten unsere Bombe. Wir behalten unsere Bombe. Hier hin. Und runter in die nächste Ebene. Ich hoffe übrigens, dass ich nicht ins Mikrofon puste. Weil, ja, wie ihr schon, glaube ich, seht, habe ich ein bisschen umstrukturiert. Ja, komm, den gönnen wir uns. Bisschen breitere Tränen. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, ein bisschen umstrukturiert, was das Mikrofon angeht. Und ja. Ich weiß nicht, ich habe Angst, dass ich ins Mikrofon puste. Oh Gott. Ach, komm schon. Danke. Okay, nice. Oh Gott. Ausweichen, schön. Und treffen. Was ist das? Letzte Träne ist leider vorbeigeflogen. Einfach vorbeigeflogen, oh Mann. Das, nice. Und das, sehr schön. Wir bekommen nichts, wow. Wir gehen rein, wir gehen in den Zacki-Zacki-Raum. Bekommen unser blaues Herzchen wieder. Das heißt, es hat sich einfach mal nicht gelohnt. Also. Obwohl doch. Poison Shots ist schon viel besser. Wir haben Speeddown bekommen? Speeddown, was sag ich? Shot Speeddown? Der Wurm hat wahrscheinlich Shot Speed gegeben.
Okay, einer. Ach nee. Das sauge ich jetzt auch nicht auf. Das will ich nicht in meinem Item drin haben. Das, immer wenn wir es einsetzen, gibt es uns ein halbes oder ein ganzes rotes Herzchen. Ich weiß da gar nicht mehr genau. Entweder ein halbes oder ein ganzes. Und das brauchen wir nicht. Das ist schon eher cool. Bam. Wir könnten das so machen und hoffen, dass hier oben... Nein, ist nicht okay, schade. Ja. Das Item, was wir gerade eingesaugt haben, das gibt uns halt... Oder legt eine Bombe. So, im Gegensatz zu unserem jetzigen Space-Item brauchen wir es halt nicht mitnehmen. Nicht eintauschen. Da behalten wir lieber unser jetziges. Und... Aua. Wieso habe ich jetzt wieder Shotspeed abbekommen? Oh Gott. Meine Güte. Nein, ich bin reingerannt. Ach ja, scheiße, ich habe gerade verbeilt. Diese Gegner fügen keinen Schaden zu, Leute. Diese Steingegner, die drücken uns halt einfach nur weg. Und... Oh, verdammt, okay. Aber nur unsere Devil-Deal-Chance ist gesunken. Okay, unser Angel... Ach, die Angel-Deal-Chance sinkt nicht, wenn wir getroffen werden. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Dieses Item ist halt einfach geil. Das würde sich sogar lohnen, es zu kaufen. Aber ich will... Nee, das ist... Nee, machen wir nicht. Ich spende lieber ein bisschen. 10 Münzen. 75% Angel-Deal-Chance und... Strength. Oh, Strength ist auch schön. Ist auch eine schöne Sache eigentlich. Spreng mal hier. Kriegen nochmal ein bisschen Geld raus. Das ist sehr gut. Könnten wir eigentlich nochmal ein bisschen mehr spenden, ne? Noch eine Münze, komm. Store Upgrade. Aber wir behalten mal... Behalten wir Devil oder Strength? Oh, wir behalten Strength. Oh, da wäre ich fast dumm reingerannt. Aber naja, okay. Haben wir den Itemraum schon? Wir haben den Itemraum noch nicht. Doch, klar, wir haben... Das stimmt. Da war unser Space-Item drin. Das neue. Warum werde ich da getroffen? Ich unterschätze diesen Explosionsradius. Ich glaube, der ist größer geworden. Strength einsetzen. Eigentlich wäre das dumm, wenn wir jetzt nochmal einen Devil-Deal bekommen. Obwohl. Nee. Das passt schon. Das passt schon. Ja, Strength gibt uns für den Raum ein weiteres rotes Herzchen, was zum Beispiel ziemlich praktisch ist in Devil-Deals. Und außerdem ein bisschen Damage. Ich weiß gar nicht, wie viel. Wir haben gar keinen Deal bekommen. Wir haben eine 75%ige Angel-Deal-Chance. Warum kriegen wir die nicht? Powerbill, okay, und Luck-Up. Sehr schön. Ich will nur noch kurz die Devil-Karte holen. Und dann geht's ab in die nächste Ebene. Oh, so lange her, dass ich so viel Zeit mal in Isaac in den ersten drei Ebenen verbraucht habe, ey. Wir sind jetzt gleich in der vierten Ebene. Und bei Minute 12. Das ist schon krass. Da brauchen wir weniger Herzen und hier will ich rein. Okay, ich glaube, das ist keine Mimikiste. Nein. Sehr gut. Ist mir gerade wieder eingefallen, dass es ja solche Kisten gibt. Sonst wäre ich da eben wieder ganz stumpf gegengerannt. So wie bei der ersten Kiste. Da bin ich nämlich noch einfach gegengerannt, weil ich dachte, okay, ist eine normale Kiste, kann ja nichts Schlimmes sein. Aber nein, es gibt ja Mimikisten. Wir könnten Glück haben, dass hier oben der... Wir haben keine Bomben. Okay, wir gucken mal, ob wir zwei Bomben finden. Dann könnten wir uns vielleicht in den Geheimraum reinsprengen. In den Zacki-Zacki-Raum meine ich. Aua, er schießt Tränen. Okay. Okay, super. Weg. Den Raum da öffne ich jetzt erstmal nicht, weil ich erstmal in den Shop und in den Itemraum will. Wenn wir noch weitere Schlüssel bekommen, öffne ich es gerne. Aua. Alter, diese Fledermäuse sind halt einfach viel zu nervig. Und diese Portale, sie sind auch so ätzend. Oh! Ich will mich eigentlich auf das Portal konzentrieren, aber diese Fledermaus ist halt um Längen nerviger und anstrengender. Ja, Mann. Okay, wir könnten hier oben rerollen, aber Money Grills, Quills Power? Also, je mehr Geld wir haben, desto mehr Damage haben wir. Aber wir saugen es einfach mal ein. Obwohl, ja doch, müssen wir dann. Scheiße. Ah, ich guck mal. Ich guck mal, ob wir irgendwie noch Bomben finden. Dann reroll ich mal ein wenig. Oh Gott. Oh Gott. Okay, nice.
Das war dumm. Okay, wir haben noch einen Schlüssel, das heißt, wir gehen in den Shop. Und hier haben wir ein blaues Herzchen, das ich mir gleich auf jeden Fall holen werde. Und ja, holen wir. Auf jeden Fall. Und dann spenden wir nochmal 2 Münzen. Okay, hier ist ein blaues Herzchen. Das heißt, wir machen das und werfen das dorthin. Das war... Mann. Ich werde viel zu viel wieder getroffen. Aber immerhin nicht so schlimm wie gestern. Und wir könnten jetzt in den Special-Raum reingehen. In den zweiten, den wir auf der Ebene haben. Wir haben 2 jetzt gehabt? Echt? Lol. Merke ich erst jetzt. Mann, was ich da... Wieso werde ich denn da getroffen? Was ist denn mit mir? Ich weich doch aus. Ich bin einfach viel zu langsam. Ich bin's halt, ich weiß nicht, ich guck halt die Isaac-Videos von Holly immer auf doppelter Geschwindigkeit. Erstens, weil ich morgens nicht so viel Zeit... Ich guck die Videos immer morgens zum Aufstehen. So eine Tradition geworden, sag ich mal. Immer morgens zum Aufstehen und da habe ich halt nicht so viel Zeit. Deswegen muss ich's auf doppelter Geschwindigkeit gucken, damit ich den Part jedenfalls durchkriege. Und die 6 rerollt doch unsere ganzen Items, ne? Wir machen's mal. Okay, unsere Tierrate, Damage ist auch niedrig. Wir haben... Oh, warte mal, unser Space-Item ist auch weg. Oh, shit. Ha. Dafür haben wir wieder blaue Herzchen. Wir haben Bananentränen halt. Hier ist nicht der Geheimraum, schade. Das heißt, wir... Ach, wir gehen so in den Zacki-Zacki-Raum rein. Zack. Schlüssel, das ist sehr gut. Wir haben Mr. Mega, glaube ich, ist das. Das heißt, unsere unser Bombenradius ist größer. Das... Oh ja, oh ja. Das Item... schützt uns vor zum Beispiel Explosionen. Das heißt, wir kriegen keinen Schaden mehr von Explosionen. Was ziemlich cool ist. Durch Bob's Brain, das Bob's Brain-Item da. Das fliegt auf Gegner zu. Wenn wir schießen. Oder fliegt in die Richtung, in die wir schießen. Ah, es juckt. Und explodiert. Und das kann dir manchmal echt den Run versauen. Weil es halt manchmal, weiß ich nicht, manchmal denkst du halt nicht dran, manchmal musst du an Gegnern nah dran stehen. Dies, das, Ananas. Und dann kann dir das zum Verhängnis werden, wenn es dann explodiert und dir Schaden zufügt durch die Explosion. Und dafür ist unser Item halt gerade ziemlich geil eigentlich. Eieieiei. Unsere rote Fliege macht Damage, wenn wir hier in den Nahkampf gehen, sag ich mal. Okay, wir haben gerade wieder viel zu viel Damage kassiert. Hier könnte der Geheimraum sein jetzt aber. Nice, und wir können hier rüber, um den Schlüssel zu holen. Geheimraum. Okay. Mann. Nase juckt. Schlimm, 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 schlimm. Achso, okay, ich dachte gerade, hä, wieso haben wir Schaden von Explosionen bekommen, aber das war die Giftwolke aus dem Pilz. Wir sprengen uns hier rüber zu der Kiste. Da könnten nämlich Herzchen drin sein. Und Herzchen könnten wir gerade ganz gut, gut gebrauchen. Eigentlich habe ich blaue erhofft, aber okay. Devil einsetzen. Wir haben halt wieder total niedriges Damage, ne? Ah, shit. Ich habe gehofft, dass es in Chubby reinfliegt und nicht in den kleinen Chub. Okay, unsere Fliege macht ganz gut Damage eigentlich. Oh Gott, das waren 2, das habe ich nicht gesehen. Ein Devil Deal und ein Damage ab. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Und wir haben schon wieder kein... Oh Mann. Nichts Gutes. Oh Gott, geh weg. Oh. Und die zum Beispiel ist gerade wieder mega schnell explodiert, die Bombe. Die Bomben sind halt echt totaler Abfuck. Im Itemraum waren wir. Wir waren überall drin. Okay. Alter, das kann nicht wahr sein. Mein Jahr... Nase juckt. Ohne Ende. Ohne Ende. So, ich will einen Angel-Deal haben. Oder einen guten Devil-Deal, endlich mal. Das wäre auf jeden Fall sehr schön. Es würde mich erfreuen. Okay, den haben wir. Ach, den haben wir nicht. Scheiße. Komm, Geist. Komm her. Wo bist du? Da bist du. Okay. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Irgendwann, wenn ich mehr Übung habe, Leute, in den Parts. Oder in Isaac, meine ich. Dann werden die Parts auch nicht mehr so Ewigkeiten lang. Also da brauche ich auch nicht so Ewigkeiten auf den ganzen Ebenen hier. Aber noch bin ich halt total außer Übung.
Welches Item macht uns unsichtbar? Ist es das Item da, was wir... Diese pinke Box oder was wir da haben? Ich weiß nämlich nicht. Also die Pants, die Unterhosen, also die Hosen. Ich weiß nämlich nicht, was sie bringen. Aua. Oh. Ich dachte, er schießt gleich seinen Brimstone. Aber zum Glück haben wir die Spinne vorher noch besiegt. Oh Gott, da wäre ich fast reingerannt. Batterien brauchen wir jetzt nicht. Wir haben kein Space-Item, um uns aufzuladen, also von daher. Oh. Ich dachte gerade, ich werde getroffen. Was halt nicht so schlimm ist, weil unsere Angel, die Chance wird nicht verringert. Aber irgendwie, weiß nicht. Irgendwie bekommen wir keinen Angel Deal. Wir haben eben auch schon wieder einen Devil Deal bekommen, obwohl die Angel Deal Chance viel höher war. Aber naja. Zweimal Monstro ist hier drin, als ob dein ist das dein Ernst jetzt? Okay, wir greifen Monstro mit der Spinne an. Mit der Fliege an. Jetzt den Monstro wieder. Der ist besiegt. Okay, schöne Sache. Okay, unsere Devil Deal Chance ist gesunken. Wir könnten mal hoffen, dass hier irgendwie ein schwarzes Herzchen drin ist. Nein, natürlich nicht. Sehr schön. Keine schwarzen Herzen. Finde ich doch schön. Schwarze Herzen werden überbewertet, Leute. Braucht kein Mensch. Ach. Wie komme ich denn da drauf? Okay. Und zack. Besiegt. Besiegt. Okay, da oben ist keine mehr, aber hier ist noch ein Gegner. Nice. Wir kämpfen mal ein bisschen mehr mit der... Also wir müssen ein bisschen mehr mit der roten Fliege kämpfen. Da oben kann nichts sein. Nicht der Weg zum Boss oder auch nicht der Weg zum Itemraum bzw. Shop. Denn das, die Fliege macht halt doch schon ganz schön gut Damage. Oh Gott. Alter. Ich hasse diese Skelette, ne? Das sind... Was? Wovon wurde ich denn jetzt getroffen? Oh. Leute, wir haben nur noch ein halbes rotes Herz und das habe ich jetzt erst ge... Oh, kacke. Wir sind tot, Leute. Wir sind tot. Eindeutig. Eindeutig tot. Nochmal. Oh. Nein. Oh Gott. Meine Reaktionszeit ist halt auch komplett für den Arsch irgendwie. Ah, oh, Mann. Ein Steam Sale. Das reduziert. Ja. Alle Items im Shop um 50%. Man kann auch zwei Steam Sales einsammeln, also bekommen. Und dann verringert sich sogar alles nochmal um 50%, beziehungsweise um 100% insgesamt. Und dann ist jedes Item im Shop kostenlos. Oh Gott, oh Gott, oh. Nein, ich will dahin. It looks dead. Dead tooth. Ja, kommen wir da nicht irgendwie ran noch? Mann, oh. Das ist doof. Das ist jetzt doof. Haben wir... Wir schießen... Ach, wir haben... Oh Gott, wieso habe ich das jetzt... Ich wollte gerade sagen, wieso habe ich das jetzt hier nicht aufgesammelt, Alter? Haben wir hier Mom's Bottle of Pills. Oh Mann, okay. Ja, wir kriegen jetzt Pillen. Powerpill. Ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Kann man ganz gut gebrauchen für sowas hier zum Beispiel. Obwohl, das geht. Oh Mann. Okay. Bombe mitnehmen. Weitergehen. Die Batterie. Obwohl, die können wir mal holen. Einsetzen. Bad Gas, okay. Wir setzen die Powerpille, glaube ich, gleich beim Shop ein. Beim Shop, beim Boss ein. Bei Monstro 2. Ja. Können wir ihm so ein bisschen Damage machen. Wir haben jetzt halt den Unsterblichkeitseffekt, sag ich jetzt mal. Komm schon. Okay, wir haben ihn. Oh, hei, hei, hei. Und wir bekommen Yuffie Cosi. Wir haben 4 blaue Herzen bekommen. Und ja. Wieso bekommen wir keine Angel Deals? Haben wir Angel Deals irgendwie noch nicht freigeschalten oder so? Ich weiß es nicht. Hm. Konzentration, Konzentration. Alter, wir haben so wenig Damage, ne? Wir haben viel zu wenig Damage, Leute. Das ist unglaublich. Okay, den haben wir. Komm. Ja, nice. Geh ich rein in den Zacki-Zacki-Raum. Ja, tu ich. Ja, tu ich. Das ist ein, ja, gar nicht mal so schlechtes Item. War es jetzt nicht unbedingt wert, hier reinzugehen, aber naja. Wir haben so wenig Damage, Alter. Wie sollen wir denn hier bis zu
mal ans Herz kommen. Ich hoffe, wir kriegen hier gleich mal die Sanduhr. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Oh, Leute. Können wir vielleicht im zweiten Part, schon im zweiten Part, den Automaten auf 100% kriegen? Also den Shop-Automaten. Das wäre ganz geil. Wow, wow, wow. Wie wurde ich da denn nicht getroffen? Es gibt nämlich einen Trick, diesen Automaten aufzufüllen. Wenn ich ihn nicht verkacke, dann kann ich ihn euch gleich zeigen, wenn wir den Shop finden. Und es funktioniert. Also, und, ja. Ihr wisst, was ich meine. Pretty Fly! Eine Pretty Fly ist sehr gut. Die will ich... Oh, das ist sehr geil. Oh! Ich dachte schon, das funktioniert gar nicht mehr. Oh, hier ist der Shop. Schön. Sehr schön. Sehr schön. Ja, die Pretty Fly ist sehr geil. Das ist ein Orbital um uns herum, das Tränen abfängt. Ja, Damage machen sie nicht, aber sie fangen halt Tränen ab. Es geht, Leute. Wir können den Trick machen. Wir können den Trick machen. Oh, es ist cool. Mache ich ihn jetzt? Ich will erstmal den Boss machen eigentlich. Komm schon, wir machen jetzt erst den Boss. Oh, wie cool ist das denn? Ne, warte, wir sind bei der Marm-Ebene. Ja, auch verdammt. Das ist die letzte Ebene, in der es sogar möglich ist, es zu machen, Leute. Weil wir auf den nächsten Ebenen keine Shops mehr haben werden. Aua. So, zack. Okay. Luck up. Ja, okay, gut. Ja, ich war gerade ein bisschen verwirrt. Ich bin gerade überlegen, wie ging der Trick nochmal? Wir müssen jetzt... Genau, wir müssen jetzt spenden. Genau. Müssen wir kein Geld mehr haben oder der Automat stecken bleibt. Und ja, jetzt setzen wir die Sanduhr ein. Das teleportiert uns nämlich einen Raum zurück. Ihr seht, wir haben unser Geld wieder. Und das heißt, wir können weiterspenden. Das Geld im Automaten bleibt gespeichert. Wodurch wir jetzt so gesehen... Wir könnten so jetzt den Automaten vollkriegen, Leute. Und das werde ich jetzt auch machen. Ich werde das für euch wahrscheinlich vorspulen. Ich kann es euch nochmal zeigen. Weil wir hier eine Batterie im Shop haben, geht es halt. Wir können mich jetzt zurück. Zack, Batterie ist wieder da. Uns fehlen dann halt 3 Münzen, weil wir sie kaufen müssen, aber es geht eigentlich voll. 18 Münzen jetzt immer spenden, alles okay. Und ja, so Leute, das werde ich jetzt machen, bis wir den Automaten voll haben. Ich weiß, es ist ein bisschen doof, aber es ist halt, ich weiß nicht, warum sollte ich es nicht machen? Ich kann diesen Bug halt usen und so haben wir halt das schon mal fertig. Und ich kann Geld raussprengen. Man kann aus dem Automaten nämlich auch Geld raussprengen. Geld raussprengen, damit wir uns vielleicht noch was kaufen können, etc. Aber ja, obwohl ich werde ihn, glaube ich, nicht, ich werde ihn nicht komplett vollfüllen. Ich werde, glaube ich, so bis 300 Münzen füllen. Oder machen wir es so. Ich werde mich sonst wenig dazu kommen, glaube ich, zu spenden. Und der Automat hängt sich auch gerne sehr schnell auf. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Oh Mann. Ich bin mir gerade ein bisschen unschlüssig. Es tut mir leid, Leute. Ich weiß nicht, was ich... Ich weiß nicht, ob ich es machen soll oder nicht. Also ich... Wenn ich jetzt nicht aufnehmen würde, zum Beispiel, würde ich hundertprozentig auf jeden Fall machen. Denn... Ach, nutzt sich das Item gerade ab? Ah! Okay, es geht nicht mehr, Leute. Die Uhr verwandelt sich irgendwann in das andere, in ein anderes Item. Okay, interessant. Das ist interessant. Okay, gut. Dann können wir das eh nicht machen. Okay. In Afterbirth ging es noch. Da konnte man halt das so lange machen, wie man wollte. Aber wie es aussieht, wird hier jetzt das Item Item dann geändert. Uiuiui! Blaues Herzchen! Oh. Und das Item hier verlangsamt halt alle Gegner im Raum, wenn wir es einsetzen. Das können wir gleich mal beim Marm machen. Obwohl, es macht eigentlich keinen Sinn, beim Marm das zu machen. Na egal, machen wir trotzdem. Okay, einsetzen. Jetzt ist hier in dem Raum alles verlangsamt. Okay, sehr schön. Sehr schönes Damage gemacht. Ach, nicht für immer. Okay, das wurde, glaube ich, auch geändert. Ich bin der Meinung, das war für immer.
Ich bin der Meinung, ich booste total ins Mikro, ey. Und mein Popschutz hilft da irgendwie nicht wirklich gegen. Wenn ich einen Popschutz habe, hilft der irgendwie nie. Kein Popschutz hat bisher geholfen dagegen. Ich weiß auch nicht warum. Da ist irgendwas falsch. Irgendwas läuft da gewaltig falsch. Komm! Wir haben es gleich, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Ja, nice. Okay, wir bekommen Safety Pin, Evil Range und Shot Speed Up. Das ist ein schönes Item. Einmal kurz hier sprengen, damit wir... Na schade, das blaue Feuer kann nämlich, wenn wir sprengen, blaue Herzchen geben. Ja, jetzt können wir fliegen, Leute. Das ist sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. Und wir gehen jetzt das erste Mal in die Womp-Ebene. Wo war ich mit dem... Ah ja, Popschutz. Ja, ich weiß nicht, irgendwie hilft Popschutz bei mir nicht. Pustet trotzdem irgendwie, also es wird trotzdem immer ins Mikrofon gepustet. Das ist ein bisschen nervig, aber es... Lol. Ich war gerade der Meinung, dass es die andere laserschießende Vagina. Das ist problematisch. Okay, aber wir hatten gerade unseren ersten Angel Deal, Leute. Ja, und wie ihr gesehen habt, im Angel Deal kostet halt kein Item irgendwas. Keine Herzchen oder so. Man kann es einfach so kaufen. Und der Gral lässt uns halt fliegen. Kaufen? Man kann es einfach so mitnehmen. Ja, der Gral lässt uns einfach fliegen. Halt. Komm her. Oh lol. Den da oben habe ich gar nicht gesehen. Oh Gott. So viele Leben. Oh, okay. Nächster Boss, Leute. Nächster Boss. Wir haben Terratoma. Das ist eigentlich recht chillig, der Boss. Das heilt sich halt auf. Und als letztes kommt halt Spinn raus. Ich weiß nicht, ist halt ein chilliger Boss, vor allem wenn er verlangsamt ist. Wenn man ihn zu schnell komplett aufteilt, dann wird es ein bisschen eng hier drin in dem Raum so. Aber sonst geht das eigentlich. Total chillig. Bloodclot, Damage and Range Up. Das ist schon mal schön. Wurde gar nicht angezeigt gerade, dass wir Damage und Range bekommen haben, oder? Wurde das angezeigt? Ich weiß es gar nicht. Aber naja, okay. Wir haben jetzt noch die Chance auf einen Devil Deal oder auf einen Angel Deal. Damit wir in die nächste Ebene noch können, Leute. Und ja, wir müssen uns übrigens bisher auch noch nicht beeilen oder so, für die Leute, die das Spiel kennen. Wir haben die ganzen Sachen noch gar nicht freigeschaltet. Den Boss Rush könnten wir schaffen. Der Boss Rush ist halt nach der Marm-Ebene... also nach Depth 2 oder Dank Depth 2, glaube ich, sind die beiden Ebenen. Wenn man nach 20 Minuten Marm besiegt hat oder vor 20 Minuten Marm besiegt hat, dann öffnet sich bei, in dem Bossraum noch ein weiterer Gang, sag ich mal, in dem Boss Rush. Ja, und da kann man halt eins von vier, beziehungsweise eins von zwei Items sich aussuchen. Danach kommen halt alle Bosse, obwohl nicht alle Bosse, eine Welle von Bossen, allgemein. Kommt dann da und die muss man alle besiegen. Und ja. Ich würde es euch nur empfehlen, wenn man gutes Damage hat, weil es kommen immer zwei Bosse auf einmal. Wenn dann zwei mega behinderte Bosse kommen, dann ist man ein bisschen am Arsch, wenn man kein Damage hat. Das heißt, man bräuchte schon ein wenig mehr Damage. Hier ist ein Blaustein. Beziehungsweise ein Stein mit einem Kreuz. Schön ein blaues Herzchen, das heißt unser Devil Deal oder Angel Deal. Okay, unser Devil Deal Chance sinkt sowieso erstmal nicht. Angel Deal Chance sinkt erstmal sowieso nicht, genau. Nur die Devil Deal Chance sinkt, ja. Ich weiß nicht warum. Ob die das jetzt absichtlich so geändert haben oder ob ich gerade einen Bug habe. Oder ob es nur am Early ist. Bis das Game später härter wird. Nach einer Zeit, nach so und so vielen Runs, wird halt das Spiel ein bisschen schwerer. Das heißt, schwierigere Bosse. Ich glaube, die haben alle ein bisschen mehr Leben, etc. Okay. Die backen wir, glaube ich. Ganz easy. Oh Gott. Bam! Okay. Den Pilz besiegen. Ich will halt irgendwie ungern gleich getroffen werden von Mom. Von Moms Herz. Das ist Moms Herz, Leute. Erstmal instant Laseraugen töten und das Item eben eingesetzt. Oh Gott, diese Augen sind halt übel nervig. Ja, toll, wir wurden getroffen. Ich glaube, ich gehe in den Nahkampf. Oh nein! Ja, Mams Herz. Ein übel nerviger Boss. Vor allem, wenn wir keinen Damage haben, so wie wir hier. Vor allem, wenn wir keinen Damage haben, so wie wir. Das macht Sinn.
Oh Gott. Wenn wir nicht genug Damage machen, dann spawnen sie halt nach einer Zeit wieder Gegner. So wie hier zum Beispiel. Und schießt halt trotzdem weiter ihre Tränen. Das ist halt das einzig Nervige. Und man sich halt... Wovon wurde ich jetzt getroffen? Also wovon habe ich Schaden bekommen? Bobs Brain kann das nicht sein. Ich glaube, wir hätten unsere Items nicht rerollen sollen mit der 6. Das war... Oh Gott, wir sterben, Leute. Wir werden sterben. Wir werden sterben. Wir werden sterben. Ich glaube, wir werden sterben. Oh, wie wurde ich da nicht getroffen? Den haben wir. Und den haben wir auch, okay. Oh Gott. Oh Gott. Nein, der Brimstone. Nein, wir sind viel zu langsam. Wir waren viel zu langsam. Ja, wir hätten unsere Items nicht rerollen sollen, Leute. Scheiß die Wand an, ey. Ups. Kacke. Wir hätten unsere Items nicht rerollen dürfen. Was ist eigentlich bei Mods? Können wir irgendwas erstellen? Tab to enable Mods. Wir haben keine Mods. Ja, gut, Leute. Das war's mit diesem Run. Oh, dass wir den verkackt haben, Alter. Oh, Gott. Das ist scheiße. Das ist sehr scheiße. So, jetzt können wir erstmal gucken. Genau, wir müssen 7 rote Herzen haben, um Maggie freizuschalten. 55 Geld, um Kane freizuschalten. Wie schalten wir nochmal Judas, indem wir Satan besiegen? Eve, wenn wir keine Herzen aufpicken, aufsammeln für 2 Level. Also für 2 Ebenen. Ohne Damage zu bekommen, 2 Ebenen schaffen. Eden. Genau, Eden Tokens. Das Eden Tokens bekommt man immer, nachdem man Marms Herz besiegt hat. Und dann schaltet man ihn halt auch automatisch frei. Ohne Eden Tokens kann man halt Eden nicht spielen. Lilith, indem wir genau mit Azazel den Greed Mode packen. Dann fehlt uns hier aber noch Blue Baby. Der wird hier nicht in der Liste angezeigt. Ich weiß gar nicht mehr, wie man ihn freischaltet. Ich glaube, wenn man mit Isaac irgendwas Bestimmtes gemacht hat. Der Keeper fehlt. Den schalten wir halt frei, wenn wir... Oh, scheiße. Wie war den Automaten im Greed-Mode komplett füllen. Das werden wir dann später noch mitbekommen. Und The Lost. The Lost ist, wenn wir an einem... in einem Stachelraum, also wo dieser Stachelplatz in der Mitte ist, ein Opferungsraum, mit Isaac sterben, während wir das Missing Poster halten. Wenn man mit dem Missing Poster, wenn man das Missing Poster hat und, also es ist ein Trinket, wenn man das Missing Poster hat und stirbt, wird man mit Lost wiederbelebt, aber freischalten tut man ihn nur, wenn man mit Isaac in einem Opferungsraum stirbt, genau. Und sonst haben wir, glaube ich, alle dann, ne? Genau. Gut, Leute. Ich würde sagen, das war's mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn ich mal wieder gestorben bin. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.